So, jetzt übergebe ich das Wort an Herrn Felix Kunde. Danke. So, jetzt hört man mich, oder? Ja. Hi, ja, ich bin schon wieder. Man hat mich einfach ins eine Session mit zwei Vorträgen gepackt, warum auch nicht. Ja, das Thema passt gerade so auf eine Slide. Kompakte Datenbankschemata für dynamisch erweiterbare GML Application Schemas. Wer hat denn schon mal von euch mit GML Application Schemas gearbeitet oder sich da mehr mit auseinandergesetzt? Wer hat schon mal was mit Inspire gemacht? Ha, ist dasselbe. So, damit ich euch das ein bisschen näher bringen kann, ich habe auch gerade gesehen, im Heft steht, dass da mehr was über die 3D-City-Database kommt. Das hat sich jetzt ein bisschen bei den Vorbereitungen zu dem Vortrag gewandelt. Das wird eher so ein Nebenthema sein. Die Gliederung für den Vortrag ist eigentlich mein Titel umgedreht. Also erstmal gibt es, was sind überhaupt GML Application Schemas? Was heißt eigentlich erweiterbar und dynamisch? Und wie kommen wir am Ende dazu Datenbank? Weil ich bin eigentlich am liebsten Datenbanknutzer. Ich bin jetzt kein XML oder GML-Experte, kann damit jetzt auch eigentlich wenig anfangen, auch wenn es da Abfragesprachen und auch XML-Datenbanken gibt und so. Aber ich möchte am liebsten am Ende alles in meinen PostGIS haben. Und wie komme ich da eigentlich von so einem Standard dahin oder vielleicht auch umgekehrt? Habe ich mir mal verschiedene Tools angesehen. So, was die meisten von euch gewohnt sind, ist, wenn sie Geodaten austauschen, dass sie sowas wie dass sie Simple Feature austauschen. Also ihr habt ein Geometrie-Layer, eine Punktlinie-Fläche und dazu halt eine Attributtabelle, wo die ganzen Attribute von der Geodaten drinstehen. Hat verschiedene Stationen genommen in den letzten Jahrzehnten, vom Desktop-GIS bis eben zum Mobile Web auf dem Smartphone. Da nutzt man verschiedene Formate für. Hat alles mal hauptsächlich mit Shapefile angefangen, ist natürlich immer noch sehr verbreitet. Also so CSV-Daten sind, glaube ich, auch sehr oft mit so Geometriespalten, einzelnen Geometriespalten. Irgendwann hat man gesagt, okay, das Web spricht XML, wir tauschen alles mit XML aus. Also brauchen wir eine Beschreibung für Geodaten in XML. Daraus wurde dann die Geography Markup Language, kurz GML. Mit GML, also der Standard, da kann man wahnsinnig viel mitmachen. Also viele GML Application Schemas nutzen da auch nur ein Subset von. Also da ist wirklich ziemlich riesig. Google Earth kam irgendwann auf, da hat man halt KML benutzt. Und irgendwann hat man festgestellt, das Web spricht irgendwie doch JSON. Also was machen wir denn jetzt mit den ganzen XML-basierten Standards? Irgendwie wollen jetzt alle nur noch Geodaten mit GeoJSON austauschen. Oder vielleicht irgendwann auch GeoPackage, was wir ja gerade im Vortrag gehört haben. Mal sehen, wie das noch in den nächsten Jahren wird. So, wie sieht es aus mit dem Austausch von komplexen Features? Also wenn man sagt, ich habe jetzt nicht nur einzelne flach strukturierte Tabellen in meiner Datenbank, sondern die sind alle miteinander verbunden. Objektorientierterer Ansatz, also zwar in einer relationalen Welt, aber warum würde man das vielleicht machen wollen? Vielleicht, weil man eine saubere Modellierung haben möchte. Ein bisschen konsistenteres Datenbankschema, weniger Redundanz, also dass wenn man Foreign Keys und so weiter hat, dass man nicht einfach Objekthierarchien zerstören kann. Ganz einfach, über einfachen Wege. Das sind so die klassischen Argumente, warum man auch so eine Datenbank nutzt. Konsistenz, Redundanzvermeidung und so weiter, Normalisierung. Das lernt man alles in so Datenbankvorlesungen. So, und wenn nun zwei Parteien, oder jemand hat ein Zielsystem, jemand hat ein anderes Zielsystem und die haben dort ihre Geodaten verwaltet, haben sich ihre eigenen Tabellenstrukturen ausgedacht. Wie können die zusammenkommen? Am besten, sie nutzen dafür so ein ETL-Werkzeug. Ein Converter wie GEDAL oder viele nutzen hier in Deutschland auch FME in den öffentlichen Verwaltungen. Was man sich dann irgendwann gedacht hat, naja, es wäre ja gut, wenn man nicht immer die gleiche Arbeit macht, sondern wenn man vielleicht versucht, das Ganze auf ein Standardschema zu mappen, sodass dann Nutzer von, so hier jetzt in dem Fall OGC-Compliance-Software, super happy sind, weil sie dann damit gleich die Daten konsumieren können. Ne, also wenn man hat nicht irgendwie versucht, verschiedene Schnittstellen für Geodaten zu schaffen, man hat irgendwann gesagt, wir machen das alles über WFS und dann hat man Software, die WFS konsumiert, alles super. So ein Standard, ich habe es auch mal extra so dargestellt, mit ein bisschen mehr Tabellen, der ist natürlich immer ein bisschen komplexer, weil er versucht auch vielleicht mehrere Use Cases abzubilden. Und wenn dann so ja, Neulinge, die vielleicht in der Domäne noch nicht so bewandert sind, wie man da Dinge beschreiben kann und so weiter, wenn die das dann sehen, dann kommt immer erst so dieser Alter, das ist einfach mega krass. Also ich habe zum Beispiel jetzt in meinem Forschungsprojekt mit Verkehrsdaten zu tun, da gibt es auch so einen Standard, der sich DATEX2 nennt und da kann man wirklich Straßen, Elemente und Verkehrsdaten auch beschreiben, also und das ist einfach also krass overengineert manchmal so ein bisschen.
So, warum soll man das überhaupt nutzen? Also kommt vielleicht manchmal so die offensive Frage, boah, es ist super komplex, gib mir einfach JSON. Ne, ich passe mir dann die Elemente raus, ich gucke mir das an, ist ja lesbar, ich verstehe schon, was da dann ungefähr drin steckt. Und gib doch vielleicht Metadaten, ne? Das ist immer so ein kleiner Running Gag, Metadaten, vielleicht immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber da steht ja vielleicht auch einiges drin, wo mich mir dann erschließen kann, was eigentlich in dem Datensatz drin steckt. Also warum brauche ich da jetzt ein standardisiert definiertes Schema für mit Objekten und so weiter. Und es geht doch immer darum, ne, auf in den nächsten Sprint, ist ja nur eine Woche oder zwei und da wollen wir den Minimum Valuable Prototype entwickeln und das muss super schnell gehen und ich kann jetzt nicht einen Monat mich damit beschäftigen, mich krass in so ein Schema einzuarbeiten. Und dem Kunden ist es am Ende ja eigentlich eh egal. Also der will ja vielleicht eine schöne blinkende Karte haben und das jetzt alles auf Standards basiert oder nicht. Also so, paar Gründe dafür, warum es gut ist, so einen Standard zu haben. So das Standardargument kennt ihr, also es mit der Interoperabilität. Ich habe sogar den Versprecher hier so reingeschrieben. Und raus aus der Integrationshölle, nicht mehr immer alles von einem System in ein anderes konvertieren, sondern wirklich mal einen standardisierten Weg haben, wo sich alle darauf irgendwie verständigt haben. Und man kann, das sind so, jetzt kommt es ein bisschen mehr zu den Argumenten, wo man vielleicht nicht sofort dran denkt, ist, dass man mit so einem Standardschema auch ein bisschen die Datenproduzenten an Pranger stellen kann. Also ich habe halt viel in meiner Vergangenheit mit CityGML gemacht und da war das immer so, dass man irgendwann, also ich weiß auch nicht, wie die Professoren das gemacht haben, die diesen Standard hier in Deutschland also hauptsächlich mitentwickelt haben, die haben es irgendwie geschafft, in der Wirtschaft oder bei den öffentlichen Verwaltungen das irgendwie in deren Köpfe einzupflanzen, dass das gut ist, das zu machen. Und dann waren die auch so, dass sie gesagt haben, so wenn, also es wurde in Deutschland dann ja auch beschlossen, alle 3D-Gebäude müssen in CityGML sein oder halt in dem ADV-Profil von CityGML und dann konnte man den Datenproduzenten, die dann CityGML gebaut haben, immer sagen, so das müsst ihr unterstützen, das, so wollen wir es modelliert haben. So, das ist für Datennutzer eigentlich relativ gut, wenn sie das so quasi so ein, mit so einem Standard, so einen Vertrag mit so einem Datenproduzenten machen können. Und was es natürlich bei so einem Standard immer gibt, der bietet sehr viel Flexibilität. Ich habe bei CityGML auch Sachen gesehen, die zwar validiert haben gegen so ein Schema-Validierer, aber wenn man das semantisch nicht angeguckt hat, was da gebaut wurde, das war teilweise schon ein Albtraum. Und also auch für Softwareentwickler ist es manchmal ziemlich hart. Aber man kann das auch immer so ein bisschen so sehen, wie so eine Art, wenn man so einen Standard hat in seiner Domäne, das ist ja immer für jede Domäne, sollte ja so seinen eigenen Kompromiss haben vielleicht, so auf wie man die Objekte beschreiben sollte. Das ist auch so ein bisschen wie so ein Schutzschild vor vielleicht irgendwelchen Startups, die da ankommen können und sagen können, so Mensch, hier, lass uns mal was mit 3D-Stadtmodellen machen und wir machen es einfach so, wie uns das gerade in Sinn kommt. Und dann kommen sie in unsere Community und dann merken alle, also, dann sind wir alle so ein bisschen wie, du machst nicht CityGML, so. Geh weg, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, also du musst es nach Standards machen. Das ist auch schon ein bisschen, also bei uns war es jedenfalls immer so, dass wenn dann Esri gekommen ist und gesagt hat, wir machen unser eigenes Ding oder Autodesk, wir machen es jetzt irgendwie anders, die sind halt gegen diese Barriere gelaufen. Und dadurch hatten die Leute, die dann immer versucht haben, standardbasierte Software zu machen, so einen kleinen Vorsprung. Ist eigentlich auch eine coole Sache für Firmen. Gut, und was ich auch noch interessant finde, ich werde krass überziehen, das war ich jetzt schon, das ist einfach nur so ein Hirngespinst von mir. Ihr könnt mir auch danach sagen, ob das jetzt völlig bekloppt ist oder auch nicht. Ich stelle mir immer vor, wenn wir so ein standardisiertes Labeling von Objekten haben, dass wir, wenn wir dann vielleicht so sehr fuzzy Data haben, sowas wie Punktwolken, was man hier im Hintergrund sieht, oder Rasterdaten, daraus jetzt vielleicht so Objekte zu extrahieren, automatisiert, dann haben wir, das geht ja im Bereich Machine Learning und Deep Learning immer darum, man braucht ganz viele Daten und die müssen irgendwie gelabelt sein. Und ich habe Kollegen, die arbeiten im Text-Mining-Bereich und da gibt es den Goldstandard. Und dann habe ich gedacht, irgendwann so gefragt, was ist denn der Goldstandard? Und dann haben die mir gesagt, ja, das heißt, zwei Linguisten haben auf den Text geguckt und haben den halt klassifiziert. So. Also zwei, die sich halt auskennen, haben sich das angeguckt. Das ist bei denen der Standard. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das sind wir doch schon ein bisschen weiter mit so einem, mit einem Verfahren, wie wir Objekte beschreiben. Und das könnte man ja vielleicht dann mal verwenden, wenn man Machine Learning darauf schmeißt, dass man sagt, okay, das am Ende, wir sagen dir, das soll am Ende rauskommen, diese Objekte sollst du erkennen und dann generiert er uns irgendwann standardisierte Daten. Das wäre doch eigentlich ziemlich cool. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Bullshit ist, aber
stelle ich mir irgendwie ziemlich cool vor. Okay, so was ist nun, wenn man sagt, ich habe hier mein Use Case, ich habe hier mein Projekt und das hat besondere Anforderungen und ich möchte gerne Standard benutzen, aber der passt nicht ganz zu dem, was ich brauche. Was ist, wenn der Standard nicht genügt? Also ein so ein Comic, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt, ist, dass man dann sagt, nee, also wir gucken uns an, es gibt so viele Standards, wir machen jetzt den einen Standard, der one standard to rule them all und dann hat man halt einen weiteren Standard. Oder das ist so eine Option. Man kann auch sagen, wenn es einen bestehenden Standard gibt, der vielleicht so generische Klassen anbietet, dann könnte man ja eigentlich alles, was oben drüber kommt, einfach da reinmappen, so in so Dummy-Klassen quasi. So, man hat den Vorteil, man kann dann Software, die diesen Standard unterstützt, gleich verwenden, aber man kann das nicht mehr wirklich syntaktisch validieren. Also man kann nicht mehr wissen, was steht da eigentlich in den Dummy-Daten drin. Kann man das nur nutzen? Ich habe hier mal dieses Buch mit von SQL Antipater, das ist Cover, finde ich ziemlich schön, dass man versucht dann einfach alles in so eine Prototype-Klasse reinzupressen. Ist vielleicht auch nicht immer gut. Aber wenn man davon nicht viel hat, ist das ein gangbarer Weg. Ein anderer ist natürlich, was man auch immer machen kann, wenn man jetzt vielleicht eine größere Firma ist, mehr Zeit hat und auch so, dann kann man natürlich immer sagen, wir nehmen jetzt teil an so einer Standardization Working Group, wir setzen uns da rein und wir sagen, wir bringen da unsere Anforderungen mit und sagen, hier dessen wegen den und den Gründen passt es irgendwie nicht. Und wir müssen da was verändern. Ich habe selber an solchen Meetings nie teilgenommen, auch so an ALGIS-Meetings und so nie. Ich glaube, ich hätte auch Besseres zu tun, als das zu machen. Aber eigentlich ist das schon eine wichtige Arbeit. Aber ja, was zum Beispiel, was ich sagen kann, was bei CityGML passiert ist, dass Leute dann gesagt haben, wir brauchen zum Beispiel für so Evakuierungsmaßnahmen, da ist uns eigentlich egal, ob eine Wand 3D ist, weil CityGML war immer nur 3D. Und dann hat man gesagt, jetzt im neuen Standard, der vielleicht nächstes Jahr dann kommt, dass man auch alles auch als 2D modellieren kann. Oder also ein LOD0 von der Wand ist dann einfach eine Linie. So. Reicht vielleicht im Evakuierungsfall vollkommen aus, wenn man jetzt weiß, wo ist die Tür, wo ist die Wand und so weiter. Gut, eine vierte Option, das bieten einige GML-Application-Schemas an, sind so Hook-Elemente in XML. Da kann man dann einfach sagen, okay, ich kann zusätzliche Attribute zu einem bestehenden Attribut hinzufügen oder neue Feature-Klassen anlegen, also könnte das hier machen oder ich könnte sagen, ich lege eine neue Feature-Klasse an zu einer abstrakten Klasse, die es im Standard gibt und davon lege ich noch Kinderklassen an und so weiter. Und das Coole daran ist, wenn man, also das kann man unabhängig vom Standard machen, also man sollte, wenn das vielleicht eine wichtigere Sache ist wie Energiemodellierung oder so, sollte man sich schon Leute suchen, die auch in dem Umfeld unterwegs sind, dass man sich auf da so ein Schema einigt und gemeinsam so ein weiteres Modell baut, so einen eigenen Namespace. Und der hookt sich quasi, also der hängt sich so rein in einen Standard und hat aber seinen eigenen Namespace. Das heißt, die Objekte, die hier in den weißen Boxen sind, kann man dagegen validieren. Also wieder dieses Ding, man kann Datenproduzenten an den Pranger stellen. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. So, ratet mal, wie viele GML Application Schemas das unterstützen? Zwei. Leider noch. Also CityGML und Xplan können das. Also warum ist Bayern nicht, weiß ich auch nicht. Aber so im UML sieht das Ganze am Ende so aus. Also eigentlich kann man solche ADE, also Application Domain Extension nennt sich das, kann man eigentlich in UML nicht modellieren. Man muss da so ein paar Tricks anwenden, damit das geht. Aber ja, so sieht es dann in der Modellierung aus. Okay, gut. Jetzt kommen wir aber eigentlich zur Datenbank. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Gut, ein sehr, sehr, sehr altes Thema. Wie komme ich von einem objektorientierten Modell in ein relationales Modell? Ne? Ich habe hier gekapselte Objekte und in der relationalen Datenbank sind die Informationen von einzelnen Objekten vielleicht versprengt auf sehr viele Tabellen. Wie kriege ich da das Mapping hin? Also wann forme ich eine Klasse zu einer Tabelle um, wenn jetzt die Klasse noch Attribute hat, die wiederum komplexe Typen sind, sowas wie Farbe, hat ja RGB-Wert oder so, ist vielleicht ein komplexer Typ. Wie wird das in der Datenbank dann gemappt? Das sind so eine Sachen. Wie bildet man Hierarchien und Vererbungen ab und so weiter? Wie weit normalisiert man? Also in der Datenbank ist ja immer, also wenn man Datenbankvorlesungen besucht, am Anfang lernt man immer, wie normalisiert man, man teilt alles auf, Redundanzen absolut vermeiden. Und wenn man dann irgendwann in der Praxis angekommen ist, merkt man, es ist, eigentlich wollen sie alle immer das Umgekehrte, sie wollen immer möglichst denormalisieren, alles so einfach strukturiert haben, in so wenig Tabellen, um Joins zu vermeiden, damit man, Hauptsache es ist schnell. Also scheißegal, wie die Daten modelliert sind, Hauptsache es ist schnell. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ja, die Frage ist immer, wenn ich dann mit so einem GML-Schema ankomme, kann die Lösung das dann, mappt die das einmal auf die Datenbank und dann ist es da und wenn sich da jetzt aber was verändert, was mache ich dann mit meiner Datenbank?
Gibt es da irgendwie einen Mechanismus, dass auch das erweitert werden kann? Oder wenn jetzt CityGML mit Erweiterung, benutzerdefinierten Erweiterung kommt, unterstützt die Software das dann? Ist auch eine Frage. Genau. Gut, was gibt es für Lösungen? Die werde ich jetzt schnell rübergehen. Es gibt die 3D-City-Database, das ist quasi ein Mapping von CityGML in Postgres, um 3D-Stadtmodelle in der Datenbank zu speichern. Das Verrückte hierbei ist, es ist alles manuell gemappt worden. Also man hat damals, das war wirklich so ein Fall, wo man gesagt hat, wir wollen so wenig Tabellen wie möglich haben. Also am Ende kamen da 60 Tabellen raus, aber das UML-Mapping ist manuell, das Datenbankschema wurde nochmal angepasst. Es gibt auch einen Importer-Exporter, der hochperformant ist und auch mit beliebig großen GML-Dateien umgehen kann, also richtig toll, aber ist eben auch hardcoded. Und wir haben auch einen Feature-Service dafür geschrieben, der halt auch auf so einer XML-Konfigurationsdatei basiert. Also er guckt, was für Spalten gibt es alle in der Tabelle und baut sich dann aus einem WFS-Befehl eine SQL-Abfrage gegen die Datenbank. So, wir mussten dann halt irgendwann gucken, okay, wie gehen wir jetzt mit diesem Fall um, dass CityGML irgendwie erweitert werden kann durch Nutzer, dass jeder Nutzer da irgendwie ankommen kann mit seiner eigenen ADE, wie können wir das unterstützen? Und dafür haben wir uns dafür ist in der Dissertation so ein ziemlich komplexer Workflow entstanden. Der ist nämlich davon ausgegangen, man könnte ja vielleicht versuchen, so ein UML-Klassendiagramm auch als so ein Graphmodell darzustellen. Und dann definieren wir Graph-Ersetzungsregeln, wie wir sagen, okay, wir fügen extra Kanten ein und sagen, okay, die Tabelle muss das Objekt muss mit dem gejoint werden, die Objekte fallen in diese Tabelle rein und so weiter. Und am Ende kriegt man so einen Graphen mit, also die Knoten sind vielleicht weniger und auch mit neuen Kanten. Und daraus kann man dann so Tabellen generieren, wieder, also so Create-Table-Befehle generieren. Und das haben wir dann gemacht. Dafür haben wir so ein Tool benutzt, das an dem Logo kann man es vielleicht erahnen, das ist auch schon ein bisschen älter. Aber ich habe es mir mal angeguckt und diese Graphersetzungsregeln, wenn man das mal sieht mit diesen Join-Elementen und so weiter, also ist jetzt auch nicht, würde ich sagen, mega benutzerfreundlich, aber am Ende hätte man dann sowas, wenn es zum Beispiel so Objektarten gibt, wie ein Gebäude hat ein Gebäudeteil, Gebäudeteile können Gebäudeteile haben und so weiter, so eine Rekursion, dass man die zum Beispiel am Ende in einer Tabelle abbildet, mit so, also dass man so eine Tree-Struktur in einer Tabelle schachteln kann. Ist bei so einem generischen Mapping oft, wird das nicht so unterstützt. Und am Ende haben wir dann gesagt, okay, wir haben unser Kernschema, das verändern wir nicht und immer wenn jetzt eine ADE kommt, dann wird die darum rum angelegt, aber es werden nicht, auch wenn jetzt vielleicht ein Gebäude neue Attribute bekommt, werden die in einer extra Tabelle verwaltet und die Tabelle selbst, das Kernschema wird nicht angepasst. So. Das Ganze kommt irgendwann im Sommer mit der nächsten Version. Aber jetzt, da vielleicht nicht so viele von euch die 3D City Database nutzen, wollte ich euch mal die ganzen anderen Tools zeigen, die es noch gibt. Und ein Werkzeug, das es schon sehr lange mit komplexen GML-Schemata umgehen kann, ist der Degree Feature Store. Ich habe es jetzt auch mal ein bisschen mit CityGML probiert. Es gab da noch ein paar Probleme, die man wahrscheinlich noch mit den Degree-Entwicklern klären muss. Aber was ich sagen muss, es gibt ab der neuen Version von Degree 3.4, die, denke ich mal, demnächst irgendwann rauskommt, gibt es jetzt so einen neuen Command-Line-Importer, der relativ angenehm zu bedienen war. Also, und der spuckt am Ende dann halt so eine XML-Konfiguration und SQL-Files raus. Was man natürlich immer hat bei dem Mapping, ihr seht hier, 422 Tabellen habe ich jetzt gezählt, so versus 60 Tabellen. Wenn ihr das Ganze serialisieren wollt, dann ist das schon ein enormer Aufwand. Und dafür hat Degree dann eben auch diesen Blob-Modus eingesetzt, dass ihr einfach nur eine ID-Spalte habt und dann einfach das Objekt als Blob. Und man kriegt sowas natürlich dann sehr viel schneller raus aus der Datenbank, aber wenn man so räumliche Filterung machen will, ist das natürlich vielleicht ein bisschen komplexer. Dann ist es wiederum vielleicht langsamer als der relationale Modus. Man könnte vielleicht mal überlegen, ob man da vielleicht auch JSONB einsetzen könnte. Gibt es ja auch seit PostgreSQL 9.4. Gut. Und was ich gesehen habe, ist das Mapping. Ich glaube, man kann es auch sehr stark konfigurieren und anpassen für seine eigenen Bedürfnisse. Ich weiß nicht, ob man das so als normaler User hinkriegt oder sich da besser Support von Firmen wie Solatlon holt. Es gibt zum Beispiel, die haben ja hier auch auf der Konferenz diese X-Plan-Box vorgestellt, wo sie, glaube ich, sehr viele eigene Anpassungen auch gemacht haben an dem XML-Schema. An dem Datenbankschema, dass es vielleicht ein bisschen verändert ist und flacher ist. So, Support hier ist für Postgres, Oracle, MSQL und bald habe ich gesehen auf der Roadmap auch GeoPackage. Das wäre natürlich ziemlich cool. Und genau, das ist hier einfach aus dem Foliensatz von dem Dirk Stenger rauskopiert, eigentlich das, was ich gesagt habe. So, GeoServer hat auch so eine Erweiterung, AppSchema. Ich habe immer gedacht, dass das eigentlich so ähnlich ist wie Degree, aber es ist eigentlich vollkommen anderer Ansatz.
Bei Geo-Server geht man eher davon aus, ihr habt eine fertige Datenbank und jetzt wollt ihr irgendwie ein Inspire-konformes WFS darauf schnallen. Und dann braucht ihr halt auch ein Mapping von euren vielleicht wenigen Datenbanktabellen auf diese komplexen Features von GML. Und was man da machen kann, ist dann, dass man sagt, man kann sich das auch alles in XML konfigurieren in Geo-Server. Die Dokumentation ist auch relativ komplex dafür. Aber ja, wer baut sich da wirklich selber sein XML zusammen? Das ist, glaube ich, schon ziemlich hardcore, wenn man da nicht so tief drinsteckt. Das ist auch sehr fehleranfällig, glaube ich. Und der Workflow, der hier vorgeschlagen wird, ist, dass man dieses Tool Hail nimmt, was ja da von der Uni Darmstadt auf so einem Spin-off entwickelt wurde von WeTransform. Und bei Hail kann man dieses ganze Alignment halt machen, von man lädt seinen Datenbankschema rein, man muss einfach nur Kanten einfügen, so, die müssen auf die und die komplexen Features mappen und daraus kann man dann so ein App-Schema exportieren und hat dann ein WFS Inspire-konform in GeoServer für seine Datenbank. Also ich bin noch nicht fertig. Ich muss es auch noch durchziehen, glaube ich, weil Fragen wird es vielleicht sowieso nicht so viele geben. Also was unterstützt wird, ist Postgres, Oracle und auch MongoDB. Also das ist quasi, ich würde sagen, MongoDB ist so ein bisschen, kann man wahrscheinlich vergleichen wie mit dem Blob-Modus von Degree. So, und ja, hier ist das Ganze auch nochmal. Es gibt dafür auch Tutorials, also man kann das auch alles selber mit so einem kleinen GML-Subset alles nachspielen, so wie das aussieht. Also am Ende wird das alles in einfache Typen gemappt, aber dieses App-Schema macht halt die Magic. So, für alle QGIS-Nutzer und GEDA-Liebhaber gibt es seit Version QGIS 3 dieses GML Application Schema, diese Toolbox. GEDA hat ab 2.2 auch einen neuen Treiber für GML Application Schemas, die das dann auch out of the box unterstützen. Ich habe da auch mal CityGML raufgeschmissen, kam auf 1400 Tabellen, das ist schon noch mal ein bisschen mehr. Was cool ist an diesem Plugin, also man sieht es hier, so wie das aufgebaut ist, die Idee ist, man kann WFS einbinden. Also man gibt eine URL ein und er zieht sich dann das Schema raus und erstellt, sagt dir dann, okay, das sind die Tabellen, die ich jetzt anlege. Man kann aber auch eine GML-Datei angeben. Das Coole fand ich auch, dass man eine bestehende Datenbank, da gibt es so verschiedene Modi, dass man sagen kann, ich erstelle jetzt die neuen Objekte oder ich aktualisiere Werte und ich füge neue Spalten hinzu und ich überschreibe das, was da ist. Das fand ich schon ziemlich cool. Und am Ende sieht das Ganze dann ungefähr so aus in QGIS, dass man da seine ganzen Tabellen hat und man hat in der Mitte sieht man sein Objekt. Das ist eigentlich ein 3D-Haus von oben, aber leider stürzt mein QGIS 3 immer ab, wenn ich in 3D-Modus gehe. Und hier sieht man rechts das Plugin dafür. So, jetzt bin ich eigentlich fast durch. Es gibt noch ein paar weitere Lösungen, die ich mir jetzt nicht mehr im Detail angesehen habe. ShapeChange und XMI2DB, die halt speziell für UML zu Datenbankschema gemacht sind. Und Stettl, das ist halt noch so ein leichtgewichtiger Python-Bibliothek zum Mapping von diesen GML-Application-Schemas. Also wenn ihr noch mehr kennt, sagt es mir ruhig, dann füge ich das noch hinzu. Eine interessante Sache, weil ich ja schon den Blobstore und MongoDB und so weiter erwähnt habe, wäre, wenn man jetzt sagt, ich muss eigentlich gar nicht groß filtern, ich will das einfach nur alles reinschieben und mir ist das Schema eigentlich egal. Da liegt es vielleicht nahe, dass man NoSQL-Datenbank nimmt, weil die sind halt schemalos und da kann das XML oder das kann ja aussehen, wie es will. Und ich würde sagen, ja, das soll für alle User, die irgendwie Daten schnell rein und raus haben wollen und gar nicht großartig filtern wollen. Und ich denke immer, dass, ne, also ich komme eher aus der relationalen Welt, da schießt man ja ganz gerne mal gegen diese NoSQL-Datenbanken. Ich würde es mal alles gar nicht so eng sehen, weil ich denke immer, dass solche NoSQL-Datenbanken auch immer ihre Daseinsberechtigung vielleicht so als Zwischenschicht zwischen der eigentlichen Datenbank und einem Client haben. Also wenn ein Client einfach schnell Dinge rendern muss, warum nicht das einfach in so einem NoSQL-Zwischenspeichern, also in so einem Data Store. Okay, so, das ist das Fazit. Gut, ich hoffe, also was ihr mitnehmen könnt, ist, dass ich bin immer noch davon überzeugt, dass man mit Graph-Modellen relativ, also diese ganzen Modelle auch gut abbilden kann und auch erklärbar und verständlich machen kann. Ich weiß immer nicht, ob man da wirklich für eine Graph-Datenbank nehmen muss. Ich habe damit bisher noch nicht so gute Erfahrungen gemacht, vor allen Dingen, weil die Geodatentypen nicht so gut unterstützen. Ihr seht natürlich, das ist nach wie vor ein sehr komplexes Thema, aber der Einstieg ist wesentlich leichter geworden. Also ich glaube, am Anfang gab es auf Foskis und Phosphor-G-Konferenz immer so ein bisschen Unrufe gegen diese komplexen Standards. Aber es lag vor allen Dingen auch daran, dass es diese ganze Softwareunterstützung, glaube ich, einfach nicht gab, wie es jetzt da ist. Und ich finde dieses Konzept der ADE ist eigentlich ziemlich cool, also ich finde, das könnte ruhig Schule machen für mehrere GML-Application-Schemas, macht die Softwareentwicklung natürlich ein bisschen komplexer. Also der Entwickler von GEDAL, vor diesem GML-Application-Schema-Driver, der Ian von GEDAL, der hat mir gesagt, dass er da 3 Monate gesessen hat, Fulltime. Also er hat noch nie an einem Driver so lange gesessen, da sieht man schon die Komplexität.
Gut, und die Empfehlung, die habe ich eigentlich, die sollten auch schon aus den anderen Sachen raus vorgegangen sein. Also gut, ja. Sorry fürs Überziehen, aber Herr Kunde, vielen Dank. Das ist ein super Vortrag. Danke. Vollgestopft mit Informationen. Ja.